1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. So lautet der Monatsspruch für Mai. Ich könnte jetzt über all das Gute sprechen, das Sie und wir alle in den vergangenen Jahren geschenkt bekommen haben. Ich könnte von dem sprechen, was Sie sind und was Sie sich aufbauen konnten oder auch von dem, was wir erreicht haben. Über Bildung, Wohlstand und Versorgung könnte ich reden. Ich könnte auch von unserer wirtschaftlichen Ökonomie sprechen. Schließlich ist der Haushalter auf Griechisch der Ökonom. Gerade jetzt bedeutet es so viel, gute Haushälter zu haben. Wir sehen, wie sich dunkle Schatten vor uns aufbauen, die immer größer und bedrohlicher werden. Und wir wissen noch nicht, was das mit uns machen wird, wenn wir jetzt so viel Geld ausgeben und Einnahmen verlieren. Ich kann nur geistlich sprechen. Und ich will das in Blick nehmen, worauf sich in diesem Satz alles bezieht. Der Dienst, die Gaben, ein guter Haushalter zu sein. Wofür und womit das alles? Es geht um ein geistliches Gut. Die Gnade Gottes. Diese eine Gnade Gottes begegnet uns Menschen vielfältig und verschieden, sodass sie für jeden eine ganz besondere und eigene Bedeutung gewinnen kann. Die Gnade Gottes ist kein übergestreifter Plastiksack, sondern sie passt zu jedem von uns wie ein Maßanzug. Eine alte Frau erzählte mir die Geschichte ihres Lebens. Dazu gehörte auch, dass sie am Ende des Krieges mit ihrem Mann vor der russischen Armee floh. Sie ließ Haus und Hof zurück. Auch ihr Vater blieb zurück. Er war zu alt für die Flucht. Als nun die Soldaten kamen, zerrten sie ihn heraus und brachten ihn auf eine Brücke. Ein Erschießungskommando trat an. Da kamen eilig die polnischen Bewohner des Dorfes. Sie baten dringend, den Mann zu verschonen. Er ist ein guter Mann. Ihr dürft ihn nicht erschießen, flehten sie. Und er wurde verschont. Der alte Mann hatte die Gnade empfangen, dass Menschen bereit waren, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um sein Leben zu retten. Wie seine Tochter gehörte er zur bekennenden Kirche. Ihre Namen standen auf einer schwarzen Liste. Nach dem Krieg wollten die Nationalsozialisten ihnen ans Leben. Ich frage mich bis heute, warum dieser Mann die Gnade empfangen hat, dass andere sich so für ihn eingesetzt haben. Was war er wohl für ein Mensch? Ich denke mir, vielleicht war er so ein guter Haushalter, der die mancherlei Gnade Gottes dienend weitergegeben hat. Die Menschen, denen Petrus geschrieben hat, hatten es schwer. Man begegnete ihnen mit Unverständnis. Sie waren nicht beliebt, wurden sogar verfolgt. Und er fordert sie auf, einander zu dienen. Er sagt, ihr seid geistlich wichtige Haushalter füreinander. Durch euch sollen die anderen die besondere Gnade Gottes erfahren. Nun gehen wir als gute Haushalter ganz gerne sparsam mit wertvollem Gut um. So sind wir erzogen. Die wertvollen Dinge sind selten. Wer sie unachtsam verschleudert, hat nicht lange etwas davon. Deshalb sehnen wir uns so sehr nach einem unerschöpflichen Reichtum an Leben und Gesundheit, an Mitteln und Möglichkeiten und natürlich auch an Freiheit und Erfüllung. Wenn wir einmal genug von allem haben, wollen wir gerne auch etwas an andere abgeben. Wer gedacht hat, er kann so unerschöpfliche Reichtümer anhäufen, der erfährt vielleicht gerade jetzt, dass nichts von all dem, was wir haben, bleibt. Gott aber schenkt uns seinen unerschöpflichen Reichtum an Gnade, jedem von uns, verschieden und besonders. Wir dürfen gute Haushalter dieser mannigfaltigen Gnade sein. Und wir sollen mit dem, was Gott uns schenkt, einander reichlich und vielfältig dienen. Gehen wir darum miteinander nach dem Maß dieser unerschöpflichen Gnade um, als gute Haushalter Gottes. Amen. Gnädiger Gott, es gibt so vieles, was uns gegenwärtig umtreibt, was uns Sorgen macht und uns ängstigt. Wir möchten so gerne gesund sein und reich und frei. Wir möchten nicht alles verlieren müssen und wissen nicht,
wohin unsere Lebensreise geht. Du beschenkst uns mit Gnade. Lass uns zu guten Haushaltern werden, die deine Gnade walten lassen über unserem eigenen Leben und für das Leben der anderen auch. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Thank you.
ich dich.